Hallo meine lieben Freunde, willkommen in einer neuen Aufnahme hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Neo und wir spielen Dead by Daylight, haben jetzt wieder ein Kristall in der letzten Folge bekommen, mal gucken, ob wir ihn wiederkriegen können. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich geändert habe, wie ihr seht, ich habe 25% Blutbonus mal draufgepackt, Tagesaufgaben, ja, Glockenritual, wenn du unsichtbar bist, ich hätte den gerne rausgenommen. Und kann das irgendwie nicht. Das finde ich schon mal sehr gut, dass ich keiner dieser Kacke mehr canceln kann. Toll, sehr toll. Ich würde mal sagen, ich bin bereit. Wir gucken jetzt mal trotzdem hier nochmal schnell. Add-ons hatte ich lange, lange überlegt, aber verringert die Genauigkeit. Finde ich ziemlich leicht. Wollen wir es trotzdem probieren, aber dann ist die maximale Reichweite. Komm, wir probieren es einfach mal. Ah, ich bin auch ein bisschen unzufrieden damit. Oh, egal. Die haben sich auch alle nicht dieses Pack geholt. Doch, die hier, glaube ich, oder? Ich glaube ja, der hat sich das Pack geholt für 2,70. Mein Gott. Also, wie gesagt, ich will auch noch mal ein paar Sachen so machen und dazu werde ich auch noch mal ein paar Worte zu diesem Spiel allgemein sagen. Kurz am Ende trotzdem die 2,70 Euro für Klamotten, die das Spiel nun wirklich nicht so stark beeinflussen, finde ich vollkommen okay. Damit kann man ein Spiel, was nun soweit gut funktioniert, auch gerne unterstützen. Es ist okay. Zumal die anderen Updates, wie zum Beispiel die die Krankenschwester hier, ja auch umsonst dabei. Ne? Also das als Umsonst-Update und dann gab es ja noch andere Updates, die umsonst sind. Also die wirklich spielerelevanten Updates sind alle umsonst. Was ich dir nicht verzeihe, oh, das bin nur ich, das ist, dass wir einen Teleport weniger haben. Mega kacke. Mega kacke, kann ich nur sagen. Ich weiß auch, warum sie es gemacht haben. Wenn man einen zusätzlichen dann macht, dann hätte man 4 gehabt. Und ich glaube, das war denen zu heftig. Und dann hat man alle insgesamt einen runtergesenkt. Weiß ich nicht. Jetzt kann mich natürlich alle aufbrauchen, immer 3-3-3-3 zu haben. Aber irgendwann habe ich auch keine Dinger mehr davon. Gut, wir kriegen die ja sowieso immer wieder. Ja. Und wir sind wieder auf der Map. Das ist für uns nicht die allerbesteste beste Map. Ja, Hakensabotierer. Ich hasse solche Leute. Tja. Hab dich. Du wirst mir auch nicht mehr entkommen, verspreche ich dir. Na doch. Alter, wie kann die mir denn hier noch entkommen? So. Hakensabotierer, da kenne ich keine Gnade. Nein, hau zu! Mach denn nicht. Ja, das ist Provokation, was die machen. Ich lass mich mal nicht darauf ein. Willst du mich verarschen? Diesmal aber... Alter, du Dolle. Ey, das sind Wichser hier. Sorry, wenn ich das mal so sage, aber die spielen nicht toll. Nimm ich dich mit. Das war ja clever. Yeah.
Ich dachte gerade, ich sehe, wenn man den hilft. Ich habe die doch gerade hier gesehen. Also ich denke mal, man muss denen eine Chance geben, campen mal nicht etc. Und die sabotieren die Haken. Das ist doch richtig scheiße, oder? Alter. So, nu. Mitkommen. Ich dachte gerade, ich kann sie auch mal verbluten lassen, oder? Lass mir sie verbluten. Aha. Verarsche? Danke. Das war ja süß. Oh, der hat sie in den Stich gelassen. Was ist das denn für ein mieser Typ? Jetzt brauche ich natürlich erstmal einen Hinweis. Ich dachte, ich hätte jetzt die Spuren an der Wand hinter dir gesehen.
Lassen Sie die da wirklich sterben? Nee. Ah, dieses zweimal nur. Das ist so zum Kotzen. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es ist wirklich scheiße. Das ist ein mega mieser Manöv. Bisschen ungenau. Also mit dreimal hätte ich sie jetzt gekriegt. Ist doch scheiße. Wo sind diese scheiß Ausgangsportale eigentlich? Da hinten. Also mit zweimal ist echt kacke. Schade, dass sie die so verschlechtert haben. Muss doch hier jemand noch sein, oder? Von 3 auf 2 ist echt ein mieses Ding. Und warum machen die denn sowas? Was heißt ein Problem? Das ist kein Problem. Das Einzige, was eben halt ist, für zum Beispiel wie bei mir, ich habe ja gerne die hier gespielt. Ja. Und ich weiß, es gibt hier bei Dead by Daylight einen Jägermangel. Naja, so gibt es bestimmt nicht noch mehr Jäger. Ich glaube, es ist eher weniger. Wenn sie die Jäger dauernd verschlechtern. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Schade, schade, schade. Das ist richtig kacke. Dann müssten sie diese ja auch eigentlich schlechter gemacht haben. Haben sie aber nicht. Die haben echt nur die Hexe hier gemacht. Sie sind sehr... Ach, ich weiß nicht. Kacke. Ich find's wirklich, wirklich kacke. Sehr traurig. Die machen echt falsche Sachen. Die hätten das mal bei 3 lassen sollen. Naja. Yeah, oh, jetzt hat er zu spät geantwortet. Naja, trotzdem nette Leute gewesen. War ja okay. Ah, kriege ich das Paket noch, ist die Frage. Bitte nicht das Paket. Ach komm, du bist scheiße. Oh, hier wollte ich gar nicht. Ich wollte hier hin. Und hier raufklicken. Jetzt habe ich hier die... Ich hatte aber... Was hatte ich denn mal für welche gemacht, ne? Einverletzten. Ah, und den habe ich jetzt auf 3. Ist die Frage, wollen wir hier irgendwas rausnehmen für? Ich finde die alle 3 eigentlich ganz geil. Ah, ist mir ein Teleport weggenommen wurde, finde ich scheiße.
Habe ich noch einen mit einem zusätzlichen? Was habe ich denn da so? Füge zwei zusätzliche hinzu. Einen zusätzlichen Teleport. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Teleportation, aha. Na gut. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch trotzdem gefreut und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.